Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Wir spielen wieder die Lüdenscheid-Modifikation, sind hier auf der Lüdenscheid-Karte, befinden uns gerade hier bei der Wache 1 und warten gerade auf den ersten Einsatz, spielen natürlich auf der Brandausbreitungsstufe Feuerwehrmann wieder und haben die Atemschutzlogik natürlich aktiv. So, dann kann auch der erste Einsatz reinkommen. Wir spielen wieder auf Einsatzstufe 1 und haben die Side-Events wieder auf Stufe 2. PKW-Brand. Das heißt, ein großer Einsatz kann reinkommen, zwei kleinere Einsätze können reinkommen. Und wir haben jetzt hier einen PKW-Brand reinbekommen. Das ist nichts Gutes, wenn da noch eine Person drin ist. Auch so nichts Gutes, aber wenn eine Person noch im Fahrzeug drin ist, ist es ganz schlecht. Das heißt, wir schicken hier auf jeden Fall mal Feuerwehr raus, wir schicken Rettungsdienst raus. HLF, würde ich sagen, sollte ich einfach mal hier da vorstellen. Rettungswagen kann ja gerade mal hier hinten parken. Notarzt schicken wir sicherheitshalber auch direkt mal mit. Und die Polizei soll auch mal herkommen. In dem Fahrzeug ist auf jeden Fall noch eine Person drin. Sehen wir oben rechts, Patient mit Sanitäter behandeln steht da und Patient mit Sanitäterteam abtransportieren. Da müssen wir auf jeden Fall schnippeln, jemanden befreien, aber erstmal Feuer löschen. Vor können wir nicht an das Fahrzeug ran. Mal gucken, wer jetzt zuerst da ist. Wir können, solange noch keine Einsatzkräfte da sind, können wir eigentlich hier nochmal ein paar Polizeifahrzeuge, nicht Feuerwehr, sondern Polizeifahrzeuge auf Streife schicken. Wenn wir Glück haben, wir hatten das glaube ich in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, kommt ein Einsatz rein und da steht dann direkt ein Streifenwagen daneben und dann hast du einfach zack, bumm, Dieb festgenommen zum Beispiel. Hilft ungemein. So, die Polizei ist wohl als erstes hier vor Ort. Die haben auch einen Feuerlöscher dabei, aber leider ist der Feuerlöscher nur so ein Spielzeugfeuerlöscher wie in meinem Auto drin, ja, wo du einmal dann so auslöst, zack, fertig aus. Kann aber vielleicht die Flamme ein bisschen reduzieren und vielleicht um die Person schützend, oder schützend verwendet werden. Wir gucken mal. Ups. Kleinbrand. Da muss ich gerade, ich muss immer den Feuerlöscher suchen. Wir sagen den beiden trotzdem mal, nehmt euch mal den Feuerlöscher. Und dann rennt man zu dem Auto hin und versucht mal ein bisschen hier die Flammen unter Kontrolle zu kriegen, bis die Profis da sind. Gut, dann löschen die jetzt ganz kurz. Und hier haben wir noch einen Kleinbrand reinbekommen. Hier brennt eine Garage. Da würde ich auch mal zwei Feuerwehrfahrzeuge hinschicken, weil Garagenbrände können recht ungemütlich sein. Leider habe ich immer noch Probleme mit meiner Maus ein bisschen. Das heißt, es kann passieren, dass ich Sachen doppelt anklicke, die ich eigentlich nicht doppelt anklicke, aber ich kriege die momentan einfach nicht zum Laufen. Ich habe irgendwie momentan auch keinen Bock, die auseinanderzuschrauben. Aber ja, ich muss mir da was überlegen. Na gut. Solange wir es einigermaßen hinbekommen, ist alles gut. Wollte ich nur nochmal erwähnen, dass ihr euch da nicht wundert, wenn ich hier einmal Rettungswagen anklicke, am Ende sind drei ausgewählt oder vier. Kann passieren. So, also die haben jetzt ein bisschen versucht, das Auto abzulöschen. Ja, natürlich wieder nicht ganz so erfolgreich, aber die Profis sind jetzt vor Ort. Leider habe ich den Streifenwagen nochmal ein bisschen umgeparkt. Aber vielleicht können wir den nochmal ein bisschen drehen hier, dass das nicht alles so blockiert ist. Da sind jetzt die Profis. So, Schnellangriff. Sofort raus, Schnellangriff nehmen, Fahrzeug anfangen zu löschen. Gut ist. Gucken gerade mal hier bei dem anderen Brand, da sind noch keine Feuerwehrfahrzeuge da. Da kommt ein Fahrzeug aus der Wache 1, das ist auf Anfahrt, und aus der Freiwilligen Feuerwehr Wache 11 kommt ein Fahrzeug angefahren. Das ist gerade noch in der Alarmierung drin. Und genau, der Schnellangriff fängt an zu löschen. Wir können hier nochmal von mir aus Verteiler aufbauen, dann geht es doppelt so schnell und noch eine Wasserversorgung. Wir haben genug Leute hier in dem Fahrzeug drin gehabt, die hier was machen können. Selbst wenn die das alles aufgebaut haben, haben wir dann noch eine Person frei, um die Person rausschneiden zu lassen aus dem Fahrzeug, ohne hier abbauen zu müssen. Genau, also Fahrzeug ist schon gelöscht. Dann können wir gerade mal hier reinschauen, beziehungsweise den Befehl geben zum Rausschnippeln. Da rennt er auch schon los. Jetzt haben wir noch einen Kreislaufkollaps reinbekommen. Da schicken wir auf jeden Fall einen Rettungswagen hin. Whoops, aber den würde ich gerne nicht im Gebäude parken, sondern wenn hier direkt neben dem Patienten. Und hier hört man schon feuerwehrmäßig was. Hat kein Pressluft dabei, alles klar. Schade. Kein Presslufthorn vorhanden. Naja, hier wird gerade rausgeschnitten. Hoffe, dass es nur eine Person ist im Fahrzeug und nicht mehrere. Sieht aber ganz gut danach aus. Dann sagen wir den Sandys schon mal, legt mal los. Kann sein, dass wir den Notarzt gar nicht brauchen, aber ich habe den ja gerne bei solchen Fällen einfach als Backup hier, falls wir den Weg nicht brauchen sollten. Und dann können wir jetzt mit der Polizei den Abschlepper rufen. Genau. Feuerwehr kann dann zusammenpacken. Die haben alles erledigt, was sie machen müssen. Jetzt kommt es nur noch auf den Sani drauf an. Sagt er, brauchen wir den Notarzt oder brauchen wir nicht? Haben wir schwere Verbrennung, leichte, gar keine Rauchgasvergiftung.
Fragen über Fragen. Wir brauchen den Notarzt. Was haben wir denn da? Verbrennung der Atemwege. Au, au, au. Okay. Ob sich sowas nochmal richtig erholt, ist die Frage. Wenn du die Atemwege verbrannt hast, weiß ich nicht, ob die so gut abheilen, ob das so gut nochmal wird. Kenne ich mich nicht gut genug mit aus, aber klingt auf jeden Fall nach Folgeschäden. Ich weiß es nicht. Kenne mich damit nicht aus, aber es klingt auf jeden Fall nicht gut. So, Verteiler da mal dorthin. Ach, da haben wir sogar einen Fußball rumliegen. Will jemand Fußball spielen? Oh, ich habe ja als Kind immer total gerne Fußball gespielt. Ich war auch jeden Tag auf dem Bolzplatz. Und freitags immer mit dem Vater auf dem Fußballplatz und habe mit den Großen trainiert. Mhm. War eine coole Zeit. Das war auch immer ganz cool von den Leuten da auf dem Sportplatz. Die haben uns Kinder immer mitspielen lassen. Jeder konnte quasi seine Kinder mitnehmen und dann konnte man mitspielen. Zwar nicht jede Woche, aber jede zweite. Ja, die wollten immer mal ein Spiel machen, nur unter Erwachsenen. Und beim nächsten Mal durften Kinder wieder mitspielen. Da durften alle wieder mit. Alle, die irgendwie schießen konnten, groß, klein, egal wie alt, durften alle aufs Spielfeld dann mit. Und die wurden dann sogar von denen immer mit eingebunden. Also man hat auch immer als Kind, auch wenn sie wussten, er trifft eh nicht das Tor, haben sie uns trotzdem den Ball immer zugespielt. Wir durften aufs Tor schießen. Und der Tormann hat auch manchmal den Ball durchrollen lassen. Ja, das war immer total lieb und nett von den allen. Also muss man wirklich sagen, war eine tolle Truppe. Jetzt können sie alle altersmäßig nicht mehr so wirklich, gesundheitlich nicht mehr. Aber trotzdem treffen die sich ab und zu noch beim Sportplatz. Essen und trinken was. Und selbst als Kind ist man da immer noch willkommen. Da hat es auch schon öfters mal gehießen, ja, kommst du mit? Treffe ich mit den Leuten. Kannst auch mitkommen. Ja. War schon eine super Truppe, muss man wirklich sagen. Ist nicht selbstverständlich, dass sie auf ihren Spaß verzichten, nur weil Kinder mitspielen wollen. So, schicken wir die Polizei gerade mal weg. Ist dann natürlich auch mal passiert, dass dir als Kind ein Ball in der Fresse gelandet ist. Das hat halt beim Fußball dazugehört. Selbst wenn wir als Kinder auf dem Bolzplatz gespielt haben, ist mir öfters mal ein Fußball an die Nase gedotzt. Ja und? Überlebt man. Gibt Schlimmeres. So. Also, Patient transportfähig. Notarzt darf mal in den Rettungswagen einsteigen. Abschlepper ist jetzt auch vor Ort. Warten wir kurz noch, bis die Patientin weggebracht haben. B0 Kleinbrand. Da sind die anderen Feuerwehrfahrzeuge gar nicht so weit weg. Ich würde jetzt mal kurz abwarten. Ich denke mal, die brauchen nicht so lange zum Wegpacken. Gerade das eine Fahrzeug, das hatte nicht ganz so viel aufgebaut. Wenn ich jetzt hier Feuerwehr alarmiere, dann kommen die wahrscheinlich aus der Wache 11 oder so. Freiwillige Feuerwehr dauert lange, bis die alle ausrücken. Wache 1 hätte eine weite Anfahrt. Wache 14 wäre auch eine Freiwillige. Würde auch lange dauern. Ich hoffe mal, jetzt ist ein Fahrzeug verfügbar. Hier, das LF. Dann kann das schon mal losfahren. Genau, die sind auf dem Weg. Vollbesetztes Fahrzeug. Das andere Fahrzeug fährt wieder zur Wache 1 zurück, müsste es sein. Gut, die sind auch startklar an der Stelle. Und hier, die sind auch startklar. Gut, dann kann er anfangen abschleppen. Und so Frontblitzer hätte ich gerne, ich habe vorher ETS aufgenommen, so Frontblitzer hätte ich gerne bei meinem Truck in ETS vorne dran. Aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Muss ich mal schauen unbedingt. Joa. Ich habe gerade, muss ich gerade mal rechnen, gerade 6 Stunden lang ETS aufgenommen. Und davon eine Stunde lang Videomaterial weggeschmissen. Weil heute merkwürdige Dinge passiert sind. Also mein Computer hat sich wieder selbstständig gemacht. Beziehungsweise einmal hatte ich gedacht, ich habe auf Aufnehmen geklickt, aber ich habe irgendwie nicht kontrolliert, ob es jetzt wirklich aufnimmt. Es hat aber nicht aufgenommen. Ist mir dann nach ein paar Minuten aufgefallen. Hat also der Anfang gefehlt, fand ich ein bisschen blöd. Und dann bei der zweiten Aufnahme hat sich mein Mikro einfach nach 5 bis 10 Minuten gemutet.
Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass ich nicht auf das Mikrofon oben getatscht habe, also das darüber ausgeschaltet habe. Es hat aber nach der Folge trotzdem rot aufgeleuchtet und war gemutet. Also man hat die ersten paar Minuten mit Stimme gehabt, danach nicht mehr. Fand ich blöd, habe ich auch gelöscht. Habe dann einen Spielstand geladen und habe es nochmal nachgestellt, das, was ich da vorher aufgenommen hatte. Es ist ärgerlich, wenn so eine Stunde einfach weg ist. Aber ich wollte auch die Folge nicht ohne Ton hochladen und die andere Folge wollte ich nicht ohne anfangen. Beziehungsweise ich habe dann einfach auf der Autobahn nochmal eine neue Aufnahme gestartet. Aber das war halt dann auch blöd. Das war auch blöd. Deswegen habe ich es auch nochmal rausgelöscht, nochmal weg und gut ist. So. Dann Verteiler hin. Machen wir nicht mit dem Schnellangriff, weil hier brennen viele Tonnen. Viele Brandquellen und da tun wir mit mehreren Leuten löschen. So, der eine hat noch nichts zu tun. Dann kann er sich auch schon mal einen Schlauch nehmen. Er baut hier Wasserversorgung auf. Gut. Das hatten wir abgeschlossen anscheinend, genau. Und das haben wir auch abgeschlossen. Supi. Dann gucken wir mal hier. So, da stehen sie jetzt gerade alle drei um den Verteiler rum und haben noch nicht angefangen zu löschen, aber jetzt löschen sie. Sehe ich auch gerade. Ich habe noch gar nicht das Kanal abonnieren eingeblendet. Falls ihr also neu seid auf dem Kanal, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank dafür. Ja, heute ist nicht so mein Tag. Der Computer macht Sachen und ich mache Sachen. Ja, gut. Passiert. So, das war's schon. Einmal zusammenpacken. Wie schön man hier auch die ganze Ausrüstung eigentlich begutachten kann. Ich bin ja sowieso immer wieder von den ganzen Details hier im Spiel, in der Modifikation beeindruckt. Sag ich ja immer wieder. Wobei mir hier gerade was auffällt. In City of Beaverfield bei der amerikanischen Modifikation. Ist jetzt nicht von den Entwicklern hier von der Lynchet-Modifikation, sondern von einem anderen Team. Da drehen sich die Drehspiegelleuchten im Blaulichtbalken immer. Hier passt. Aber wir hatten auch noch bei irgendeinem Fahrzeug, da haben die sich auch immer gedreht. Anscheinend ist das auch nur ein Bug. Ich habe gedacht, es ist vielleicht gar nicht möglich, das irgendwie zusammenzuschalten. Aber das scheint dann zu funktionieren, weil hier funktioniert es ja bei den Blaulichtbalken, dass die sich nicht drehen, wenn es Blaulicht aus ist. Hm, gut zu wissen. Oh, Bombendrohung. Ja, da muss ich erstmal gucken, was brauche ich denn da eigentlich nochmal? Polizei. Das ist jetzt immer wieder die Frage. Ich brauche das so selten. Ich wähle einfach mal wieder aus und dann gucken wir mal. Das ist das Fahrzeug, was ich brauche. Das andere kann wieder weg. Und er rennt sogar hier noch rum. Das ist ja dreist. Sicherheitshalber. Hat er eine Kanone in der Hand? Nee, hat er nicht. Dann pfeffert ihn und festnehmen, falls er nochmal auf die Idee kommt, eine weitere Bombe zu legen. So, schneid du dem mal den Weg ab. Gestürzte Person. Den schicken wir wieder weg. Den brauchen wir. Ich weiß nicht, ob wir das Fahrzeug weiter wegparken sollten, aber nee, komm. Wenn es Bumm macht, dann ist das Fahrzeug halt auch mal weg. Gut, wir haben den festgenommen. Ja, normalerweise müsste man hier das komplette Gebiet sperren, die Busse wegschicken. Ja, wenn das Gebäude brennt, dann brennt es gut, wahrscheinlich. So, Rettungswagen. Wir haben ja noch einen gebrochenen Arm reingekriegt. Schicken wir auf jeden Fall mal ein Fahrzeug hin. Die kriegen aber auch kein Feierabend hier von der Wache 11. Die kriegen aber auch kein Feierabend. Oh. Entschärferfahrzeug ist schon da. Ich würde den Roboter jetzt da hinschicken und dann schicke ich den LKW weg. Ich kann ihn jetzt nicht wegschicken,
Ah, verdammt, jetzt habe ich gedacht, ich bin mal ganz schlau. Ich lade hier ab und fahre dann weiter. Nicht so ganz funktioniert. Selbst, dass man diese Bewegung von die. Wow. Okay. Worst Case ist eingetroffen. Bahnhof in Brand, Bombe ist hochgegangen. Wir sperren nochmal weiter weg ab. Ich alarmiere hier nochmal ein bisschen was nach. Ein bisschen was ist gut. B3 habe ich jetzt einfach mal ausgewählt. Fahrzeug ist jetzt draufgegangen, der Bus ist draufgegangen. Aber das hat aber auch extrem schnell Bumm gemacht, das muss man schon sagen. Das ist schnell hochgegangen. Das Bömmchen. Wo ist denn jetzt mein Fahrzeug hin, was schon da war? Da. Gerade kurz vermisst. So, die sind jetzt auch vor Ort. Okay. Da hat die Bombe einfach Bumm gemacht und sogar eine verletzte Person hier hinten. Ja, krass. Wie ist denn die so schnell umgekippt? Da müssen wir gleich mal auf jeden Fall was hinschicken. Taxi brennt jetzt auch. Brennt jetzt einfach das Bahnhofsgebiet. So, ich brauche aber mal jemand von euch. Und zwar müssen wir die Person da hinten so schnell wie möglich wegkriegen. Hund ist auch noch da. Aber die haben ja anscheinend keine Brandmeldeanlage oder so. Es tudelt auf jeden Fall nichts. So, Einsatzleiter ist auch vor Ort. Fährt gerade noch ein Zug ein, jawohl. Wer hat das schön brennt? Ah, nee, komm, du nicht. Du Wasserversorgung. Die Bombe ist echt rasend schnell hochgegangen. Manchmal hast du richtig schön Zeit, manchmal macht es auch gleich Bumm. Deswegen wollte ich das Fahrzeug eigentlich noch weiter wegfahren, aber gut, ging halt nicht. So, die verletzte Person bringen wir gerade mal dorthin. So, die arbeiten sich gerade mal nach vorne. Das Gebäude hier in der Mitte ist, glaube ich, einigermaßen gelöscht. Oder da, wobei hier schießen noch die Flammen raus. Brauchen halt dann gleich nochmal so ein Fahrzeug, der die Bombe da mitnimmt. Wobei, die Bombe kann er ja noch wegräumen. Die kann er dann noch wegräumen, das geht ja noch. Kann es sein, dass der Bus auch immer noch brennt? Der brennt immer noch. Man sieht halt keine Flammen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Man sieht keine Flammen. Und die DLK findet keinen Weg dahin, oder wie? Doch, geht doch. Ja, immer noch keine Wasserversorgung hergestellt. Komm, renn, lauf. Weiß nicht, ob das Fahrzeug jetzt da noch durchkommt, die Leute mit Atemluft zu versorgen. Probieren es auf jeden Fall mal. So, hier haben wir auch noch kein Fahrzeug hingeschickt. Hier haben wir eine Vergiftung. Ist jetzt auf dem Weg. Der ist aber schon eingetroffen. Da kommt noch Unterstützung. Ja, ich habe das Gefühl, die Flammen breiten sich wieder ein bisschen mehr aus im Bahnhofsgebäude. Nicht so optimal. Die Parkposition ist auch alles andere als optimal. So, das Fahrzeug ist abgelöscht. Dann wird es immer so ein bisschen zur Feuerwehr. Das ist das Polizeifahrzeug. Das kriegt man immer so einen Skinfehler. Lass uns nicht von stören. Das ist das Polizeientschärfungsfahrzeug. Müssen wir abschleppen lassen. Dann kriegen wir wieder ein neues. Haben wir noch einen Hydranten? Da hinten ist zu weit weg. Wir hätten hier noch einen. Beziehungsweise zwei Stück. Die sind zwar schon in Gebrauch, aber passt schon. DLK ist fleißig am Löschen. Jawohl. Ja, wenn ich das hier als Thumbnail nehme und schreibe dann irgendwie als Titel hin Bombendrohung am Bahnhof,
Und glaubt mir das schon keiner mehr, weil im Hintergrund lauter große Flammen zu sehen waren eben gerade. Das ist dann keine Bombendrohung mehr. Das ist dann, ja, eine explodierte Bombe. Das hat nichts mehr mit Drohung zu tun. So. Hier brauchen wir den Notarzt. Abschlepper Nummer 1. Abschlepper Nummer 2. Ich schicke jetzt erstmal hier ein paar Fahrzeuge weg. Wir brauchen übrigens 3 Abschlepper insgesamt. Nur, dass wir den Weg hier wieder freikriegen. Das andere Fahrzeug hat gar keinen Weg gefunden. Auch toll. Hier haben wir nämlich noch ein Taxi. Ja, aber spannender Einsatz immer diese Bombendrohung, weil du weißt nie, wann die Bombe wirklich hochgeht. Kann sein, du hast schön Zeit, kann sein, die geht gleich hoch. Mal brauchst du die Feuerwehr, mal nicht. So, ihn muss ich hier, glaube ich, mit dem Debug-Tool entfernen, weil anders kriege ich ihn, glaube ich, nicht mehr weg. Ich würde ihn einfach jetzt mal... Sonst steht er hier die ganze Zeit rum. Machen wir es so. Das Fahrzeug wird abgeschleppt, dann kriegen wir ein neues Fahrzeug. Das ist nicht so das Problem. Er ist irgendwie hier top motiviert, obwohl da gar nichts mehr zu tun ist. Einmal da, einmal da, einmal da. Wie sieht's hier aus? Dauert noch ein bisschen. Okay. Die schicken wir ins Krankenhaus. Und hier dauert es auch noch ein bisschen. Gut. Naja, ich bin froh, dass keine weitere Person verletzt wurde. Eine ist schon mehr als genug. Und wir hätten es auch fast geschafft. Vielleicht hat der Roboter das falsche Kabel durchgeschnitten. Ich weiß ja nicht. Ob das mit einprogrammiert ist, dass es auch manchmal schief gehen kann und deswegen die Bombe explodiert. So, das machen wir zu. Das können wir theoretisch auch zumachen, wobei hier... Jetzt fahren die auch weg, gut. Machen wir auch zu. Ich habe 3 Abschlepper gerufen. Schon die 3 Abschlepper sind zugewiesen bei den Fahrzeugen. Oder wer welches Fahrzeug abschleppt, ist schon zugewiesen. Das heißt, die kommen und gehen wieder automatisch. Hier, die schicken wir jetzt auch los. Notarzt schicken wir noch in den Rettungswagen rein, dann sind wir damit fertig. Genau, die schicken wir auch mal auf Streife. Funktionieren die Straßenbahnsignale eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Wäre auch rechts jetzt ein Fahrzeug angekündigt wahrscheinlich oder angemeldet. Sperrsignal, aber es fahren ja keine Straßenbahnen durch die Gegend. Sie müssen nicht funktionieren. Das ist nur gerade mal so eine Frage nebenbei gewesen. So, und den schicken wir auch los. Dann lassen wir die Zeit mal schneller laufen. Gucken wir die Abschlepper an, eintreffen. Dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Trümmerfeld Bahnhof. Okay, da kommt der erste. Da kommt der zweite. Den dritten hatte ich ein bisschen später gerufen. Das wichtigste Fahrzeug haben wir natürlich jetzt noch nicht abgeschleppt. Super. Na gut. Hauptsache es wird hier wieder ein bisschen ordentlicher. Sieht nicht mehr aus wie so ein Trümmerfeld. Da kommt der nächste. Den einen hat es gerade einfach despawned. Auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir das Fahrzeug normalerweise gleich wieder zur Verfügung von der Polizei. Ist immer noch nicht einsatzbereit. Aber sobald er normalerweise weg ist und das Fahrzeug weggebracht hat, müsste es wieder verfügbar sein. Es wäre jetzt natürlich richtig mies, wenn in der Zeit nochmal so ein Einsatz reinkommt. Aber wir haben Einsatzstufe auf 1. Das ist ein großer Einsatz. Sollte eigentlich kein weiterer mit einer Bombe reinkommen. So, haben wir eigentlich alle Feuerfahrzeuge weggeschickt.
Das fährt auch gerade weg. Gut. RD, Kreislaufkollaps. Kreislaufkollaps da unten? Hatten wir da nicht schon einen Brandeinsatz gehabt am Anfang der Folge? Ich glaube ja. Da haben hier die Mülltonnen gebrannt. Müsste hier gewesen sein. Also so vom Blick her würde ich sagen ja. Ich lasse die Zeit gerade immer noch schnell laufen. TH1, VU-Fußgänger. Au. Feuerwehr fahren wir davor. Polizei würde ich sagen dahinter. Rettungswagen vielleicht hier gegen Fahrbahn. Plus NEF. Ups, jetzt hat meine Maus gerade wieder Dinge getan. RTW plus NEF. Jetzt mobbt sie mich gerade wieder. Jetzt geht's. Das ist so nervig. Ich hoffe, ich krieg die bald mal wieder richtig zum Laufen. Stadtreinigung brauchen wir ja auch noch in dem Fall. RD, Kreislaufkollaps. Nochmal ein Kreislaufkollaps. Rettungswagen ist auf dem Weg. Hier steht der Rettungswagen schon vor Ort. Sehr schön. Gut, da haben wir schon mal ins Fahrzeug reingeguckt. Wir haben uns schon mal das Fahrrad angeguckt. Wir gucken uns jetzt mal das Kindchen an mit dem Erste-Hilfe-Kasten. Vielleicht auch mal eine Warnweste anziehen. Das ist im Dunkeln echt hilfreich. Was haben wir da? Innere Blutung. Gut, dann ist der Notarzt hier an der richtigen Stelle. So, das ist die Feuerwehr. Rettungswagen plus NEF sind aber auch gleich da. Nein, nicht umparken. Das. Ja, dann. Bleibt halt so stehen. Guck nochmal ins Fahrzeug rein. Ich weiß nicht, wie viele Personen da noch drin sind. Auf jeden Fall sind noch Personen drin. So, Lichtmast ist auch ausgefahren. Jetzt haben wir hier taghell. Dann müssen wir auf jeden Fall noch die Betriebsstoffe abbinden. Leck muss auch noch abgedichtet werden. Ja, hier brauchen wir einen Notarzt, ist klar. Nur erstmal den Sanitäter dran geschickt, weil die waren halt schon da. Die sind halt Erster gewesen. So. Ich glaube, ich schmeiß die Maus bald aus dem Fenster. Doch bald Zeit für eine neue. Gibt's aber nur eine günstige, da ist nicht so ärgerlich, wenn es einen Geist aufgibt. Wegen Schmutz und man den Schmutz irgendwie nicht rausgepustet bekommt. Naja. In der letzten Folge noch gejammert, deswegen. So. Also wir haben eine weitere Person. Da schicken wir doch gerade mal einen Rettungswagen noch raus. Ich habe das Gefühl, der Rettungswagen, der rennt nur noch hier gerade durch die Gegend. Die Maus ausgepustet. Da bräuchte man jetzt so einen Kompressor, wo du da mit ein paar Bar Druck irgendwie die Maus mal durchpustest. Hab aber leider keinen. Wäre manchmal praktisch. Naja, Stadtreinigung ist auch vor Ort. Können wir das Fahrrad schon mal wegräumen. Den Notarzt schicken wir gerade mal zu der Frau dahin. Mehr Leute sind nicht im Auto. Also wir könnten hier einen Abschlepper rufen. Was haben wir denn da Schönes? Polytrauma.
Polytrauma, war das nochmal ein Notarzt? Ich glaube ja. Komm, wir schicken einfach nochmal einen raus. Schadet nicht. Hat auch was zu tun. So. Stadtreinigung kann, glaube ich, schon wieder weg. Genau, die können schon mal einpacken. Schlepper kann schon mal das Fahrzeug aufnehmen. Polizei lasse ich gerade noch dastehen, weil die sichern hier eigentlich ganz gut ab. Feuerwehr leuchtet eigentlich gut aus. Aber eigentlich brauchen wir das Fahrzeug auch nicht mehr. So. Oh, Abschlepper ist schon da. Das ist natürlich doof. Das ging ein bisschen zu schnell. Jo, da warten wir noch auf den Notarzt. Der hat die Frau soweit transportfähig gemacht. Jetzt heißt es noch warten auf den Rettungswagen und den Notarzt. Eine unglaublich weite Fahrt. Oh Gott. Der Notarzt, der muss ja hier komplett einmal um durch die Gegend ömmeln. Einmal quer über die Map und dann nochmal außen hier und boah, der ist ja die nächste Viertelstunde unterwegs. Scheiße, nee, was ist da los? So, ich glaube aber, die können aufbrechen. Der Notarzt ist nämlich da schon eingestiegen, der eine. Wir sichern jetzt hier mit der Polizei die Frau noch so ein bisschen ab. Ach, der Rettungswagen ist wenigstens schon mal da. Der Notarzt, der hat noch über die Hälfte an Strecke vor sich. Ich glaube, ich habe da wirklich nichts mehr näher frei. Wache 1, das wäre oben. Luftrettung hätten wir noch extern. Extern dauert auch immer unglaublich lange. Ja, das Klinikum Lüdenscheid ist das NEF auf Anfahrt. Das haben wir alarmiert. Alle anderen sind. Ja, das ist tatsächlich der nächstgelegene Notarzt. Krass. Jetzt hat er ungefähr die Hälfte geschafft. Ja, nicht mal ganz die Hälfte. Da fährt er jetzt vorbei. Gut, hier den schicken wir weg, dann machen wir den Einsatz zu. Der wartet nur auf den Notarzt, kann sich aber hier mal an die Seite stellen. Die fahren schon Richtung Krankenhaus gerade. Das sind die auch von dem Einsatz. Ja, fahr rückwärts zum Einsatzort. Warum nicht? Gott, der braucht noch so lange. Gut. Dann schicken wir die schon mal ins Krankenhaus. Die sind auch schneller wahrscheinlich. So. Das ist, glaube ich, einer der weitesten Einsatzanfahrten, die ich jemals hatte. Von hier gestartet. Kompletter Umweg, jetzt außerhalb von der Map da runterfahren und dann da an die Seite. Eigentlich hätte ich mit dem Rettungswagen entgegenfahren können. Aber jetzt ist der außerhalb von der Map unterwegs, das kann ich eh nichts mehr machen. Aber wäre theoretisch eine Alternative gewesen. Hier reingeladen, schon mal auf halbem Weg dann irgendwo getroffen, Notarzt eingestiegen, dann ab weiter Richtung Krankenhaus. Um ein bisschen Zeit rauszuholen. Ich weiß nicht, ob sowas in der Realität vielleicht auch gemacht wird, wenn der Notarzt wirklich weite Strecke fährt und man sich eh entgegengefahren kommt. Man sich dann irgendwo in der Mitte trifft. Weil es einfach dann vielleicht schneller geht. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Wenn man jetzt weiß, Notarzt hat eine Anfahrtzeit von 20 Minuten, Rettungswagen braucht eine halbe Stunde zum Krankenhaus, dass man dann sagt, jo, wir schicken Rettungswagen los Richtung Krankenhaus und Notarzt schickt mal los Richtung Rettungswagen in der Mitte. Oder wenn man sich halt sieht, dann trifft man sich und dann steigt halt der Notarzt dazu. Ein bisschen Zeit und Weg gut gemacht. Weiß nicht, ob das so gemacht wird, aber könnte ich mir wirklich vorstellen. B0, Kleinbrand. Kleinbrand. Fahren wir doch gerade einfach mal hier hinter.
Freiwillige Feuerwehr, Wache 14. Das LF-10. Fährt jetzt raus. Blaulicht ist schon an. RD, Kreislaufkollaps. Ja, ich habe die Zeit noch schneller laufen, deswegen geht es gerade so schnell. Nicht wundern. So, haben wir die Sicht wieder ein bisschen angepasst. Gucken wir doch gerade mal hier. Kreislaufkollaps. B3, unklare Explosion. Oh, jetzt wollte ich eigentlich gerade sagen, wir machen hier Einsatzstopp rein. Jetzt kommt immer sowas Fettes rein. B3. Gut. Machen wir doch B3 Alarmierung. HLF, DLK, LF. Ja, würde ich auch mal hier eins hinstellen. DLK könnte man von mir aus hier hinstellen. HLF, ein weiteres vielleicht hier hinten. Gerätewagen, Atemschutz können wir eigentlich auch hier auf dem Parkplatz draufstellen. Jawohl. Gut, hoffen wir, dass das reicht. Die müssten auch eigentlich mit dem Schnellangriff zurechtkommen. Ach, die haben gar keinen. Oder? Nö, die haben gar keinen. Krass. Bin schockiert. Gut. Ja, hier B3 ist übrigens in der Nähe vom Krankenhaus ausgebrochen. Hier ist das Krankenhaus direkt nebenan. B3 ist ziemlich schräg gegenüber. Also müssen wir gerade mal Dinge tun. Umfeldbeleuchtung, Heckwarne an. Wie sieht's aus? Ist noch im Aufbauen. Ja, sind nur die zwei Mülltonnen bis jetzt. Ich hoffe auch nicht, dass das auf das Gebäude umspringt oder überspringt. So, nicht rumstehen. Loslegen. Schauen wir doch nochmal hier. Da sind noch alle Fahrzeuge auf der Anfahrt. Man sieht auf der Minimap lauter rote Punkte. Die unterwegs sind. Erster rote Punkt kommt gleich an, aber das wird wahrscheinlich der ELW sein. Da brauche ich noch nichts machen, denke ich mal. Wir gucken trotzdem mal. Ja, wie gedacht. Das ist der ELW. Die wären auch ziemlich nah dran, also sie könnten theoretisch zusammenpacken und direkt weiterfahren, bei dem anderen Brand helfen. So, die ELWs sind da, der ist auch da. Ja, und ich glaube, die DLK werde ich nochmal ein bisschen weiter hinten parken, weil hier brennt es doch schon ganz schön arg jetzt, hat sich ziemlich ausgebreitet. Das gefällt mir nicht ganz so gut, das nächste Gebäude brennt auch. Dann Atemschutz anziehen, mit dem Fahrzeug verbinden. Hier einmal alle umziehen. Haben wir denn hier irgendwo einen Hydranten? Das ist ja alles nicht ganz so schön. Und hier die ganzen Fahrzeuge fehlen noch, die ich eigentlich auch unbedingt bräuchte. Naja. Freiwillige Feuerwehr, glaube ich, die Nummer 11 kommt da angefahren. Genau. Komplette Wache 11 kommt angefahren. Alle auf Anfahrt, das sind hier die drei. Und hier, die sind fertig. Den sage ich jetzt einfach mal nur zusammenpacken und nicht zurück zur Wache fahren. Dann tue ich die gleich hierher schicken. So, DLK ist angeschlossen, dann kann die auch mal anfangen zu löschen. Aber ich sehe gerade, die haben noch keine Wasserversorgung aufgebaut. Die sind ein bisschen unterbesetzt bei dem Fahrzeug. Sagen wir es mal so. Jetzt trifft hier die andere Wache ein. Die komplette Wache 11. Dann aber jetzt schnell, schnell. Ich finde es ja immer wieder in der Realität unglaublich krass, wie schnell so eine freiwillige Feuerwehr tatsächlich dann am Einsatzort ist. Finde ich jedes Mal krass. Von Alarmierung bis wirklich Eintreffen. Ich habe das ja immer auf der Arbeit mitbekommen. Nebenan die große Firma, da ist gerne mal ein Feueralarm losgegangen. Und wie schnell die einfach dann da waren, ist schon echt krass.
So. Der Hydrant ist hier wirklich ein bisschen... bisschen schlecht. Naja, wir sollten vielleicht auch erstmal das Gebäude hier löschen, dass sich das nicht weiter ausbreitet. Die sind da schon zu dritt, löschen die Fahrzeuge ab hier hinten. Das breitet sich da halt auch ein bisschen mehr aus. Oh, sogar hier der Baum brennt schon. Dann ran an die Arbeit. Nicht rumstehen. Mit der DLK würde ich auch gerne erstmal das Gebäude ablöschen. Die haben auch schon aufgebaut, ganz fleißig. So, und das Fahrzeug wollte ich jetzt hier weiterschicken, damit wir hier noch ein bisschen mehr Unterstützung haben. Wobei es hier auf der Seite auch nicht schlecht wäre. Wegen den Bäumen. Hm. Naja, hier, die arbeiten sich auf jeden Fall ganz gut nach vorne. Das passt schon mal. Das schicken wir mal ins Krankenhaus. Ich habe das Gefühl, die Flammen werden auch bei dem Gebäude ein bisschen weniger. Vielleicht geht's ja vorwärts. Vielleicht kriegen wir es ja so hin. Ich schicke mal einen nach hier hinten. Oder zwei sogar. Dass wir die Flammen nach vorne drängen. Das Gebäude sieht gut aus. Flammen werden wirklich weniger. Es hatte auch hier hinten überall gebrannt. Mittlerweile sind die aus. Hier vorne ist jetzt auch ausgegangen. Das heißt, wir könnten theoretisch dann das Gebäude hauptsächlich noch löschen. Machen wir mit der DLK auch. Das Kleinkram außenrum können die anderen machen. So, wir brauchen auf jeden Fall dann drei Abschlepper. So, da kommt der komplette Schwientech. Machen wir einfach die Kettenalarmierung hier. So. Da kommt die andere Truppe. Gut, wobei ich sagen würde, hier ist eigentlich recht safe. Dann schicken wir das doch nochmal hier rüber. Vielleicht kommen wir noch an irgendeinen Hydranten dran. Oder die haben notfalls auch bestimmt einen guten Tank dabei, oder? Ein LF müsste ja einen schönen Tank dabei haben. So. Direkt einfach mal Folgeeinsatz aufgebrummt. Hydrant, Hydrant, Hydrant. Der ist zu weit weg. Ach, wir sind hier bei dem Krankenhaus. Zwischen den zwei Krankenhäusern. Stimmt. Stimmt ja. Die sind ja beide so nah beieinander. Ja, gut. Wo gehen wir mit der Wasserversorgung dran? Das läuft leer, das läuft leer. Wir könnten uns hinten mal dem Fahrzeug bedienen, aber das ist auch wahrscheinlich zu weit weg, so wie es aussieht. Wir können aber trotzdem hier nochmal dran gehen. Und dann gehen wir mit dem nochmal da dran. Richtiges Gewusel. Und du gehst nochmal doppelt da dran. Wird hier richtig schön verknotet alles. Aber Feuer ist aus. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, das machen wir mal zu, den Kreislaufkollaps. Hier heißt es eigentlich nur noch wegpacken. So, Schwientech Nummer 1. Den kleinen Smart mitnehmen. Nummer 2 das mitnehmen. Nummer 3 den Smart mitnehmen. Dann sagen wir hier auch mal wegpacken. Und auch wegpacken. Sollen alle wegpacken. Die haben sowieso kein Wasser mehr verbraucht, also alles gut. Sehr schön. Dann haben wir es eigentlich soweit geschafft. Ich lasse die Zeit noch mal ein bisschen schneller laufen, damit die Fahrzeuge noch aufgenommen werden. Ich hoffe, die Abschlepper sind alle schnell da. Aber normalerweise, genau, wenn wir die alle drei gleichzeitig alarmieren, dann sind die auch gleichzeitig da, wenn die von der gleichen Firma kommen. Ja. Ansonsten haben wir alles geschafft. Hier oben stehen auch noch Feuerwehrfahrzeuge rum, aber die sind genau auf dem Rückweg. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen, genau. Und dir natürlich auch Vorteile bringen. Und falls du auf der Suche bist nach günstigen Spielen, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort ist ganz oben ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Wenn ihr euch über den Link Spiele kauft, dann unterstützt ihr auch gleichzeitig den Kanal. Genau. Ja, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.